So, hallo und herzlich willkommen im, es ist mehr eine Verkehrsinsel. Seht ihr, hier ist die Straße und das ist die Verkehrsinsel. Aber dann herzlich willkommen an der Verkehrsinsel, leider mit Brennnesseln, deswegen darf ich da nicht weiter rein. Aber der Baum, der hier jetzt so halbwegs zentral in der Bildmitte rumsteht, das ist eine Robinie. Ne? Ich weiß immer nicht genau, ob die jetzt nun mal Robinie oder Rubinie heißt. Ich kann mir das und Verrecken nicht merken. Es gibt so ein paar Wörter, die kriege ich einfach nicht auf die Reihe. Aber Rubinie müsste richtig sein. Jedenfalls. Also es gibt wirklich so ein paar Wörter, bei denen ich es hin und vorne nicht auf die Reihe kriege, die korrekt auszusprechen. Und ich kann es mir ums Verrecken nicht merken. Wenn ich es dann mal wieder ein paar Mal richtig gemacht habe, vergesse ich es wieder und dann ist es wieder falsch. In der Hinsicht ist mein Hirn einfach nicht belastbar. Ja, das geht nicht. Da könnt ihr euch jetzt drüber aufregen oder ihr müsst das Video halt gucken unter der Prämisse, dass das Ding abwechselnd mal Rubinie und Robinie heißt. Robinia Pseudo-Akazia ist korrekt, falsche Akazie. Wäre auch korrekt und in Zukunft versuche ich das Ding einfach nur noch falsche Akazie zu nennen, dann ist das Problem auch gelöst. So, also jetzt wisst ihr Bescheid. Einfach nicht weiter gucken, wenn das ein unlösbares Problem ist. Das Teil stammt aus Amerika, ist eine relativ schnellwüchsige Laubbaumart, wie man sehen kann. Und also dass es sich um einen Laubbaumart handelt und gilt als ja auch weit vorne dabei Vertreter für den Preis des absolut heißesten Zukunftsbaumes für die Zukunft. Da ist es schon sehr weit vorne dabei und jetzt muss ich kurz Pause machen, da kommt ein Auto. Auto wieder weg, hat es sich verfahren, hat festgestellt, hier geht's zur Sackgasse. Ist richtig, ist so. So, folgendes. Das Teil ist vielleicht die am meisten umstrittenste Baumart aus der Reihe der Zukunftsbäume, mit der Douglasie vielleicht. Bei der Douglasie ist die Umstrittenheit zum Teil wirklich etwas übertrieben und wissenschaftliche Belege für die Invasivität der Douglasie liegen fast keine vor. Anders bei der Robinie. Ja, bei der Robinie, die ist absolut und absolut eindeutig und aus vielen logisch nachvollziehbaren Gründen sehr wohl sehr invasiv. Ja, und wer jetzt kurz nicht weiß, was Invasivität bedeutet, das Ding kann sich unkontrolliert ausbreiten, ohne dass man das dann noch richtig gut eindämmen kann. Man kann es noch eindämmen. Wir reden hier immer noch von einem Baum und nicht von irgendwas sehr, sehr kurzlebigen. Das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Aber ja. Also wenn wir bisher in dieser Reihe es mit irgendeinem invasiven Baum zu tun gehabt haben, dann ist es jetzt die Robinie. Das ist also das große Problem. Davon abgesehen, von diesem großen Problem, hat das Ding fast nur Vorteile und auf die werden wir noch eingehen. Jetzt widmen wir uns aber erstmal der Bestimmung und ich zeige euch erstmal ein paar Bestandesbilder, damit man so einen Bestand mal gesehen hat. Wir haben ihn hier in zwei Altern, in einmal geht so und in einmal relativ jung und ja, das gucken wir uns jetzt an. So, hier das vordere Exemplar, also in der Bildmitte, das ist jetzt fast schon hiebreif. Wenn man die also forstlich nutzen wollen würde, dann könnte man sie jetzt langsam mal holen, denn in dem Zustand, also wenn sie mal so eine Dicke erreicht haben, ich schätze die jetzt mal auf ca. 40 cm BHD, also Brusthöhendurchmesser, dann reduziert sich das Wachstum, insbesondere das Dickenwachstum, ganz außerordentlich. Sie haben ein schnelles Jugendwachstum, aber dann werden sie durchaus relativ langsam. Das heißt, Zielstärken, sinnvolle Durchmesser, bei der man dann Robinie auch ernten kann, ist genau das, was wir hier eben entsprechend sehen. So, und ein entsprechender Bestand, wenn wir dann mal hochgehen, sieht so aus. Hier stehen sie vergleichsweise dicht, schaffen es auch noch ganz gut zu überleben, also die herrschende Schicht in der Krone. Da eine Robinie extrem viel Licht benötigt, ist eine ausgesprochene Lichtbaumart, können wir damit auch ganz gut erklären, warum dieses Ding hier etwas unterhalb der Krone, eben nicht im Herrschenden, deutlich zu sehen, einzelne trockene Äste und eine gewisse Kronenschädigung, eine ziemlich massive Kronenschädigung sogar entsprechend aufweist, weil das kommt einfach nicht genügend Licht ab. Alle, die ganz oben im Licht stehen, ja, mit der Krone im Herrschenden, wie man es so schön nennt, die haben auch eine wunderbar intakte Krone ohne irgendwelche Verlichtungen, also nahezu gar keine Kronenschädigung, zumindest kann ich von hier, wo ich stehe, keine sehen.
Und das bedeutet, wir haben jetzt im Jahre 2020 nach jetzt immerhin einer Woche Rekord, ja nicht Rekord, aber sehr, sehr heißer Temperaturen bei der Robinie nicht das geringste Anzeichen davon, dass ihr das in irgendeiner Form was auszumachen scheint. Ja, das gilt jetzt natürlich noch für diverse andere Bäume, aber auch irgendwelche Spätfolgen von 2018, von 2019 und jetzt eben 2020, das so optimal ja auch nicht war, kann man hier überhaupt nicht erkennen. Ja, also Robinie scheint tatsächlich sehr gut angepasst zu sein. Jetzt allein schon einfach von dem Bild, was sich hier bildet, deckt sich aber auch mit der Literatur ganz gut. Das ist also, wie gesagt, ein schon relativ alter Bestand. Solche muss man suchen in Deutschland. Davon gibt es nicht allzu viele. Der ist ja auch recht klein. Ne? Da hinten ist er schon wieder fertig, wo das Licht hier in das kleine Mini-Wäldchen reinkommt. Und auch in die Richtung ist das Ding gleich wieder vorbei. Ja. Aber sowas ist eher selten. Findet man noch am ehesten in Brandenburg. Ne? Das ist das Bundesland mit der mit Abstand größten Robinienfläche. Und der hier ist mehr oder weniger eben fast erntereif, also vielleicht noch 5 Jährchen. Und dann könnte man, wenn man dann wollte, die Frage, ob man will, hier eben die durchaus auch umhauen und nutzen. So, dann dieses Bild hier, da sind sie auch überwiegend mehrstämmig, die guten Dinger. Ne? Und hängen hier so ein bisschen alleeartig über die Straße, wie wir gleich sehen. Ich zoome da auch mal raus. Das ist auch ein sehr typisches Bild für irgendwelche kleinen Hänge irgendwo in der Landschaft, die naturgemäß durch ihre Hanglage ein bisschen trocken, ein bisschen ein speziellerer Standort sind. Und wenn sie dann irgendwo in der Nähe war, dann neigt sie dazu, gerade solche eher trockenen, eher exponierten Sonderstandorte sehr schnell, sehr zu dominieren. Weshalb eben alles, was hier in dieser Reihe, fast alles, was in dieser Reihe rumsteht, inklusive dieser Ast, auch wieder nahezu ausschließlich aus Robinie besteht. Ja, also das ist ganz typisch und die ist hier halt nochmal einen ganzen Zacken jünger, als sie es da drüben ist. Das Ding hier übrigens ist eine Walnuss, ja, nicht verwechseln. Aber der Rest ist Robinie. Ja, auch so ein Bild wie dieses hier, das ist ganz typisch, dass sie quasi so eine, ja, eine Hecke, eine hohe Hecke im Grunde bildet in den jüngeren Jahren und die wird schon auch noch höher. Aber man kann damit halt sehr schnell und sehr effizient, wenn man sie dann pflanzen möchte oder säen möchte, theoretisch eine hohe Hecke auch herstellen und eine Straße zum Beispiel eben abgrenzen gegenüber dem Feld, was jetzt hier dahinter liegt. Es geht die kleine Böschung hoch und dann kommt Acker bzw. Streuobstwiese eigentlich. Aber ja, auch ganz, ganz typisch und eine häufige Form, wie man das Ding in der Landschaft finden kann. So, und dann gucken wir uns mal die Pflanze detailliert an, bestimmen. Ne? So, also das hier sind Robinien-Fiederblätter. Ein Blatt ist quasi ein so ein langes Ding. Ne? Das gilt als ein Blatt, besteht natürlich aus ganz vielen Blättchen. Die kleinen elliptischen Dinger sind die Blättchen. Und damit gehört sie zu den recht wenigen Arten, die eben Fiederblätter aufweisen und hat da dran auch jede Menge Blättchen, also wirklich auch eine hohe Zahl. Ich habe vergessen, im Bestimmungsbuch nachzugucken, wie viele das üblicherweise sein sollen. Man kann sich aber meiner Meinung nach am besten merken, viele. Hier befinden wir uns in dem Bereich von durchaus über 20 bei der Robinie. Ne? Also viele einfach merken. Nicht einstellig, sondern deutlich, deutlich mehrstellig. So, und das nächste, was ihr euch bitte kurz anguckt, das hat jetzt nichts mit der Bestimmung zu tun, möchte ich euch aber trotzdem gerade zeigen, weil schön zu sehen ist. Die sind normalerweise schön ja, parallel quasi, ne? Also schön alles auf einer Ebene, eine Blattebene quasi. Die Blätter sind nicht weiter verdreht. Und hier ist leider eine sehr freche Wespe, die mir auf den Keks geht, weshalb ich hier gerade nicht richtig filmen kann. Ich muss mal kurz weggehen. Also was ich sagen wollte, die Blättchen befinden sich auf einer flachen Ebene. Ja, also da steht das eine nicht so hoch und das andere steht runter und das nächste steht wieder so hoch, sondern das ist immer alles eine relativ flache Angelegenheit. Normalerweise. So, und das ist jetzt kein Bestimmungsmerkmal, sondern deswegen interessant, weil, und dazu kommen wir gleich, jetzt kommt wieder die scheiß Wespe, ich muss hier echt weggehen. Ah. So, und jetzt sehen wir nämlich hier, wozu solche
Vitablätter gut sind. Unter anderem haben die nämlich sehr wohl eben auch eine Möglichkeit, eingeklappt zu werden. Und hier sehen wir sie schon im recht eingeklappten Zustand. Und das ist einfach eine Anpassung an zu viel Sonne. Zu hohe Verdunstungsverluste, sprich zu hoher Wasserverbrauch. Da man Photosynthese ja nicht abstellen kann, ist das ein Problem. Was man aber stattdessen kann, ist einfach die photosynthetisch aktive Fläche reduzieren, indem man die Blätter einfach einklappt. Normalerweise sind sie ja so ausgebreitet und ausgeklappt, um möglichst viel Sonnenlicht einzufangen. Und die Robinie gehört zu den Arten, die eben in der Lage sind, das genaue Gegenteil zu machen und die Blätter einzuklappen, um, hier kann man es auch schön sehen, möglichst wenig Sonnenlicht einzufangen. Hier ein besonders extremes Beispiel. Hier sind sie ja wirklich sehr, 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 sehr eingeklappt. Ja, also das ist hier schön zu sehen. Und wenn es dann langsam übrigens zu viel wird mit der Sonne, dann gibt es so eine Blattfärbung. Das ist jetzt eine beginnende Reaktion auf zu viel Licht. Vermutlich, 100% sicher kann man sich da nie sein, aber dass hier einfach ein Sonnenbrand quasi beziehungsweise eine Schädigung des photosynthetisch aktiven Systems vorliegt, weshalb auch das Grün langsam verloren geht und die Blätter zunehmend ins Gelbe übergehen. Ne? Also hier, die haben zu viel Sonne abbekommen. So, und dann bin ich mal aufs Makroobjektiv umgestiegen. Da kann man dann auch immer schön entsprechend die Blättchen erkennen. Ja, Robinienblättchen, die sind so ein bisschen eiförmig, länglich. Es gibt auch welche einzelne Exemplare, da sind sie deutlich eiförmiger und weniger länglich. Also da darf man sich einfach nicht ganz so sehr täuschen lassen. Die Blätter sind ganz leicht gestielt, also die Blättchen sind leicht gestielt. Hier kann man sehen, ne? Also haben einen kleinen Stiel, das ist auch wichtig. Es wäre ja auch möglich, dass sie direkt an der Mittelrispe, heißt das Ding, glaube ich. Wenn ich das jetzt noch gerade genau auswendig weiß, sorry, es ist heiß, ansitzen, das wäre auch möglich. Und wie gesagt, dann eben diese längliche Form, bis eiförmig, ohne Spitze. Wichtig, ohne Spitze. Und nochmal, es sind viele. Ja? Einfach merken, viele. Genaue Zahl ist nicht so wichtig. So, und das Weitere, das idiotensichere Bestimmungsmerkmal, mit dem man Robinie völlig problemlos erkennen kann, sehen wir hier, Robinienblätter haben standardmäßig die sogenannten Nebenblattdornen. Also bei jedem Blatt befinden sich links und rechts vom Stiel des richtigen Blattes, ne, also vom Fiederblatt, befinden sich zwei solche Nebenblattdornen. Ja, Robinie hat auch Dornen am Stamm, aber mindestens die Nebenblattdornen, wie hier, jetzt bewegt sich das natürlich im Wind, aber ihr habt sie gerade gesehen, da kann man sie jetzt nochmal schön sehen, das sind die Nebenblattdornen, die sind ein idiotensicheres Bestimmungsmerkmal, danke lieber Wind. Und hier nochmal ein Versuch, die nochmal aufzunehmen. Also das ist das Bestimmungsmerkmal. Fiederblätter, viele davon, eiförmig, länglich, so länglich eiförmig und haben ein Stielchen und haben Nebenblattdornen. Ja, und daran erkennt man dann auch die junge Douglasie, die junge Robinie oder die alte Robinie. Das ist idiotensicheres Bestimmungsmerkmal und das Wichtigste überhaupt, wie ich finde. So, jetzt gehe ich dahin, wo es kühl ist, also in den Wald und erzähle den Rest. So, damit jetzt wirklich herzlich willkommen im Wald und jetzt hocke ich im Schatten und inzwischen haben sich zwei Dinge zugetragen, nämlich erstens, ich kann jetzt in Ruhe noch einen Haufen Zeug zur Robinie erzählen und zweitens, leider bin ich unterwegs in einem Wespennest gelandet und habe jetzt Aua. Das führt nicht dazu, dass ich mich nicht mehr konzentrieren könnte, weil mein Bein jetzt wehtut. Das führt aber dazu, dass ich jedes Mal beim Konzentrieren gestört werde, wenn hier jetzt wieder eine, der wirklich extrem zahlreich unterwegs heute Wespen vorbeikommt. Normalerweise habe ich keine Angst vor denen, wenn aber akut mein Bein wegen ihr gerade wehtut und dann kommt noch mal eine, dann könnte das meine Konzentration ein wenig nachhaltig beeinflussen, solange bis sie halt da, wie sie da ist. Und wenn ich das Video irgendwann mal fertig bekommen möchte, das ist jetzt der dritte Anlauf, dann muss ich diesen Umstand ignorieren und dann halt trotzdem versuchen, irgendwie weiter zu quatschen. Und ihr müsst damit leben, dass dann kurze Unterbrechungen wespenbedingt
hin und wieder mal vorkommen. So, das ist also der Deal. Dafür erfahrt ihr jetzt ein bisschen was zur Robinie. Und leider sind auch wiederum sehr viele Flieger unterwegs und die werde ich jetzt auch ignorieren, weil sonst werde ich hier nie fertig. Ich hoffe, man versteht mich einigermaßen. Ich habe das Richtmikrofon drauf. Das waren also so die diversen Disclaimer jetzt beim dritten Versuch. Möchte ich mich da einfach absichern, dass ich jetzt durchquatschen kann. So, und zwar geht's jetzt los mit der Frage hier, wo Robinia pseudo-Acacia, so heißt sie auch schlau, eigentlich herkommt. Und wo kommt sie her? Ja, aus den Appalachen. Und wo sind die? Ja, östliches Nordamerika, also USA. Da steht sie insbesondere, habe ich schon gesagt, in Appalachen rum. Die Appalachen sind ein Gebirge, da geht sie bis 1600 Meter hoch, kommt aber auch recht weit unten vor und ist dort ein ausgesprochener Pionier. Pionier haben wir auch schon ein paar Mal gehört, ich erzähle es trotzdem nochmal, ist ein Baum, der wartet, bis seine Stunde geschlagen hat, der gar nicht versucht, sich konkurrenzmäßig gegen viele andere Pflanzen durchzusetzen, sondern immer dann kommt, wenn die anderen Pflanzen natürlich bedingt gerade nicht da sind. Bedeutet, Robinie wartet auf eine Katastrophe. Das kann sein ein Waldbrand, das kann sein ein Sturm, irgendwas, was den ganzen Bestand, der vorhanden ist, eben platt macht. Denn Robinie braucht sehr viel Licht und hat dann die typischen Eigenschaften einer Pionierbaumart. Viel Licht zu brauchen ist schon mal die erste. Die zweite ist ein sehr, sehr rasches Jugendwachstum. Die dritte ist frühe Fruktifikation, sprich die meisten etablierten Waldbäume, zum Beispiel so eine Buche, die braucht locker mal 40 Jahre, bis sie zum ersten Mal Bucheckern runterschmeißt. Eine Robinie kriegt es nach 7 Jahren oder sowas hin. Ungefähr, ganz grob, kommt auch immer sehr drauf an, auf die Umstände, ist also viel, 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 viel früher dran. Und normalerweise, das ist bei der Robinie aber nicht sehr ausgeprägt, haben Pioniere auch Samen, die größere Strecken zurücklegen können. Ein prominentes Beispiel bei uns wäre zum Beispiel die Weide, die ist auch ein Pionier und die hat Samen, die legen Kilometer zurück. Ja, ganz weiß, ganz leichte Dinger mit diesem Puschel drumherum, die dann in der Gegend rumfliegen können. Also eine sehr, sehr praktische Sache, wenn man größere Strecken entsprechend zurücklegen möchte. Die Pappel hat zum Beispiel auch solche Sachen, die recht lange unterwegs sind. Robinie gehört nur zu denen mit den leicht flugfähigen Samen. Vergleichbar mit Linde oder Ahorn, die ja auch jeweils ein Flügelchen am Samen dran haben, mit denen der ein bisschen durch die Gegend drehen kann. Die übliche Ausbreitungsdistanz für solche Arten mit solchen Flügelchen-Geschichten ist so 1 bis 2 bis 3 maximal Baumlängen. Man spricht da von Baumlängen, weil das ist konkreter als eine Meterzahl anzugeben. Wenn je höher der Baum ist, desto weiter kommen seine Samen logischerweise und deswegen konkret Baumlänge ist da ein ganz guter Wert. Jetzt wird so eine Robinie 20 bis 30 Meter hoch, hat Samen, die nur 1 bis 2 Baumlängen schaffen. Das sind so einzelne, blende euch ein Bild ein, die sitzen da ja einzelne Samen in so einer langen Schote, wenn man so möchte. Und diese Schote im ausgetrockneten Zustand funktioniert quasi wie ein Flügel. Und kann auch ein bisschen eben durch die Gegend segeln. Das bedeutet jetzt bei einer konkreten Robinie, die sagen wir mal 20 Meter hoch ist und der Samen hat Glück und schafft 2 Baumlängen, dann hat er sich 40 Meter fortbewegt. Das ist jetzt nicht so Bombe. Das ist auch nicht scheiße, das ist jetzt keine Maroni, die genau 0 Meter schafft und senkrecht nach unten fällt und da liegen bleibt. Aber ja, es ist auch nicht besonders super. Bei viel starkem Wind und sehr, sehr günstigen Bedingungen schaffen die Samen auch mal mehr. Dann sind bis zu, sage ich jetzt mal grob, 100 Meter schon mal drin. Das ist aber ein seltenes Unterfangen. Und daher kommt das Ausbreitungsvermögen der Robinie größtenteils, also in ihrem natürlichen Standort, eben dadurch zustande, dass sie so schnell wieder fruktifiziert. Und zweite wesentliche Eigenschaft, die ihr da weiterhilft, auch das ist durchaus anders als bei anderen Pionieren, die Samen sind, wenn sie dann mal am Boden angekommen sind, sehr lange keimfähig. Und wenn ich sehr lange sage, dann meine ich auch sehr lange. Das, was bei uns an lange keimfähigen Samen so da ist, das schafft vielleicht mal 3 Jahre, im besten Fall mal 4 Jahre bei natürlichen Bedingungen auf dem Waldboden. Und während dieser Zeit geht die Keimfähigkeit immer weiter zurück. Die liegt normalerweise bei, sage ich jetzt mal, 80% pro Jahr, kannst du dann noch mal 10 bis 15 bis 20% abziehen und die Chance, dass das Ding nach 4 Jahren noch keimt, ist dann halt nur noch bei, weiß ich nicht, sagen wir mal einfach 20%. Das ist nicht nichts, aber das ist auch nicht mehr doll. So, und bei der Robinie
können wir davon ausgehen, dass 10 Jahre lang die Keimfähigkeit überhaupt nicht beeinträchtigt ist, nach 20 Jahren ein bisschen abgenommen hat und nach 30 Jahren ist sie immer noch so hoch, dass es klappen kann, sage ich jetzt mal. Und das bedeutet, im Samenzustand kann sie durchaus noch lange überdauern und auf die nächste Katastrophe warten und dann bereits als Samen da sein, der in dem Moment, wo er feststellt, dass die Bedingungen für ihn erheblich besser geworden sind, dann auch auskeimt. Das ist auch dahingehend eine Besonderheit, weil normalerweise Samen gar nicht lichtinduziert keimen, sondern feuchtigkeits- und wärmeinduziert die Keimung beginnen. Die Robinie ist da also eben eine spezielle Ausnahme, die im Samen selber in irgendeiner Form Photorezeptoren haben muss, die feststellen, dass die Lichtsituation jetzt gerade für ihre Keimung besonders günstig geworden ist. Und hier kommt jetzt die Wespe und genau das habe ich gemeint, dass mich diese dann hin und wieder ein wenig ablenken wird und ich dann beginne vor der Kamera ein bisschen rumzuzappeln, damit sie nicht allzu sehr, mich zumindest nicht nochmal dahin sticht, wo ich schon sowieso gestochen bin. Das wäre ganz angenehm. Dann, ich hatte schon erwähnt, das Ding wird 20-30 Meter hoch, maximaler BHD, also Brusthöhendurchmesser, der liegt so ungefähr bei einem Meter. Das ist nicht besonders viel, insbesondere da es ja um den maximalen BHD geht. Genau genommen ist das eigentlich recht wenig. Das schafft so ziemlich alles andere Einheimische auch locker. Also die Maximalgröße und die Maximalwerte vom Wachstum her bei der Robinie, damit kann man jetzt niemanden hinter dem Ofen hervorholen. Trotzdem ist sie durchaus ein Rekordbaum in vielerlei Hinsicht, nur halt eben nicht in den Maximumwerten. Gut, bei uns kommt sie jetzt vor seit 1603, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Es könnte auch 1604 gewesen sein oder irgend sowas um den Dreh. Genauer weiß man sowieso nicht und es gibt Quellen. Die erste Quelle, die man halt gefunden hat, die auf einen, ich glaube, französischen Botaniker verweist, der sie aus Amerika mitgebracht hat, weil sie halt schön ausschaut. Zumindest mal die Blüten, die habe ich euch entweder schon eingeblendet und wenn nicht, werde ich es jetzt hier an dieser Stelle tun. Das war auch schon der Grund, weshalb sie überhaupt gibt. Die hat man dann als Park und Allee und sonst irgendwo, wo schön ist, Baum entsprechend hingestellt und nach hat sie sich von da dann auch in die Wildnis ausgebreitet. Und zwar üblicherweise, da kam ihnen auch gut, der Robinie sehr gelegen, Wespe, dass wir so eine praktische Sache hatten wie den Zweiten Weltkrieg. Da gab es nämlich jede Menge Trümmer und mit den Trümmern jede Menge freier Fläche, wo man wunderbar keimen kann, wenn man eben ein krasser Pionier ist, der quasi auf jedem Stück, Hauptsache es ist freie Fläche, egal was für Boden, entsprechend keimen kann. Fast egal. Ja, fast egal. Ein paar, zwei Anforderungen hat sie dann doch, aber dazu komme ich dann auch gleich. Und hat sich also damit in den Trümmern des Zweiten Weltkriegs aus den Innenstädten raus, wo sie als Zieranbau gedacht war, langsam in Richtung Natur, also am Rand der Stadt, ausgebreitet und ist dann da einmal angekommen gewesen und hat sich dann weiter ausgebreitet. Der nächste Weg, um eben aus den Ziergärten rauszukommen, waren Bahndämme, auch heute, wenn man einen Zug fährt und man guckt sich ein bisschen an, was für Vegetation steht denn da eigentlich am Bahndamm rum, man wird fast immer Robinie finden. Also ganz, ganz typisch, dass sie da ziemlich weit verbreitet ist. Und ach, diese verdammten Mistviecher. Also, ich mache dazu mal ein Video, ob die überhaupt eine Existenzberechtigung haben. Braucht die eigentlich irgendjemand? Zum Beispiel der Igel frisst gern Wespen, wenn er sie dann kriegen kann. Insbesondere die Larven. Wir brauchen mehr Igel. Wir brauchen dringend mehr Igel. Egal. Jedenfalls, das wäre das eine mit dem Bahndämmen. Dann gäbe es noch die Brachflächen, die zu erwähnen wären. Brachflächen sind in Deutschland was recht Seltenes, in anderen Teilen der Welt durchaus häufig anzutreffen. Das ist quasi eine Fläche ohne Infrastruktur, also da ist keine Straße drauf, da ist kein Parkplatz drauf, da steht kein Haus. Und aber auch keine landwirtschaftliche Nutzung. Würdest du mal abhauen, kann ich mal wieder 5 Minuten Ruhe haben. Und auch keine forstwirtschaftliche Nutzung, sowas in diese Richtung. Ja? Also da gibt es wirklich nichts. Und oft ist da auch keine hochproduktive Wiese. Meistens ist so eine Brachfläche auch in der Regel irgendwas, wo es einfach standörtlich, also vom Boden her, nicht viele Nährstoffe da sind und viele Pflanzen einfach gar nicht wachsen könnten, auch wenn man sie lassen wollen würde. Das ist also so ganz typisch für solche Brachen.
Ach verdammt nochmal, ich gehe gleich in den Keller. Oh, das macht heute echt keinen Spaß. Ich mache mal kurz einen Schnitt und versuche mal mit Insektenspray, ob das vielleicht auch gegen Wespen hilft. Nochmal kurz zur Heimat der Robinie. Da ist sie dann ja irgendwann wieder weg, nachdem sie ja angekommen ist auf einer Katastrophenfläche, sich da erstmal etabliert hat und da ein bisschen wachsen konnte. Das dauert so circa 40 Jahre. Danach wird sie überwachsen von irgendwas anderem, weil es einfach konkurrenzstärker ist. In der Heimat, da gibt es ja auch andere Sachen, die nachgewiesenerweise konkurrenzstärker sind für die Standorte der Heimat, als es die Robinie selbst eben ist. Die braucht einfach zu viel Licht. Sobald nebendran jemand wächst, der weniger Licht braucht und gleichzeitig mehr Schatten produziert, hat die Robinie darunter keine Chance. Und von was wird sie überwachsen konkret? Das kann ich gerne nennen, weil wir hatten es schon besprochen. Liriodendron tulipifera, der Tulpenbaum. Der ist mit der Robinie also stark zusammen auftretend, sage ich jetzt mal. Vergesellschaftet ist er nicht, weil er ja die Robinie ja killt. Aber die kennen sich, die begegnen sich im Laufe eines Baumlebens durchaus häufiger mal. Vielleicht, vielleicht auch nicht, vielleicht auch nur einmal, je nachdem. Ja gut, aber dann zu den Anbauten in Europa, muss ich sagen. Nennenswerte Robinienflächen gibt es genau nur in einem Land, und zwar Ungarn. Da haben sie 20% ihrer Wald, in Anführungszeichen, Fläche aus Robinie bestehend. In Österreich sind es 0,2%. In der Schweiz ist die Robinie mehr oder weniger komplett verpönt und wird teilweise sogar mit Glyphosat bekämpft, damit sie auch ja nicht irgendwo im Ansatz irgendwo aufkommt. Ich habe inzwischen rausgefunden, die Schweizer sind ziemlich krass, was invasive Pflanzen angeht. Die gehen da deutlich radikaler vor, als es Deutschland oder Österreich beispielsweise tut. Ich sage nicht, dass das falsch ist. Es ist jetzt einfach erstmal nur eine Tatsache. Und dann haben wir in Deutschland auch so irgendwas um die 11.000 Hektar forstliche Anbauten. Und dazu kommen dann nochmal vielleicht 5.000 Hektar eben Bahndämme und so ein Zeug, was jetzt keiner so genaue Zahlen dazu hat, wie viel das eigentlich exakt ist. Das klingt jetzt erstmal viel, ist aber auch deutlich unter 1% der Waldfläche und nur halb so viel wie zum Beispiel die Douglas. Man denkt immer, Douglasie wäre überall und ganz, ganz furchtbar viel verbreitet. Nö, Douglasienfläche liegt so bei etwa 1,1% der deutschen Waldfläche. So, jetzt muss ich erstmal den Akku wechseln. Und damit sind wir jetzt so ein bisschen auch schon da angekommen, wo wir eigentlich hinwollen, weil es soll ja um die Zukunftsbaumeignung oder eben Nichteignung der Robinie gehen. Und wenn wir sie bisher nur sehr wenig angepflanzt haben, dann kann man sich ja mal die Frage stellen, wo könnte man denn noch welche anpflanzen und würde das überhaupt Sinn ergeben und was sind denn geeignete Standorte? Grundsätzlich muss man sagen, möglich ist das Anpflanzen von Robinien nahezu fast überall, ausgenommen sehr, sehr dichte, schwere Böden. Natürlicherweise dichte, schwere Böden. Ich meine jetzt also nicht einen zwingenden verdichteten Boden. Das ist ja wieder was anderes. Verdichteter Boden wäre gestampfte Erde, weil man da irgendein Gebäude draufstellen wollte oder irgendwie sowas in diese Richtung. Ja, das wäre ein verdichteter Boden oder irgendeine Stelle, wo ständig mit dem LKW drüber gefahren wird, dann ist der auch irgendwann verdichtet. Das ist auch nicht so sehr das für Robinie, aber das, da kommst du wohl langfristig gesehen auch tatsächlich gegen an und buddelt sich dann ganz langsam und gemütlich mit der Wurzel in sowas rein. Möchte also nicht sagen, die kann da gar nicht wachsen, aber ist nicht optimal. Optimal ist auch kein natürlich schwerer Boden mit einem hohen Tonanteil beispielsweise, mit sehr vielen feinen Partikeln, sehr engen Strukturen im Boden und wenig freiem Raum, Zwischenräumen, wo dann Luft und sonst nichts im Boden entsprechend drin ist. Solche Zwischenräume mit Luft und sonst nichts, das mag die Robinie besonders gerne und deswegen mag sie gerne leichte, luftige Böden besonders. Ja? Und was ist das? Zum Beispiel ein Sand oder eben was noch Gröberes als Sand. Sand ist ja schon vergleichsweise grob, noch gröber wäre dann irgendwie ein Sand mit vielen, vielen Felsbrocken dazwischen, ja? Und viel Kies, Kiesböden, so um Kiesgruben herum oder sowas. Da findet man auch ganz, ganz viel Robinie, weil sie da wunderbar wachsen kann, weil sie da einen schönen, leichten, lockeren Boden mit viel Luft drin eben entsprechend hat. So, und die zweite Sache, die sie eben nicht mag, das zweite Ausschlusskriterium, ist Staunässe.
wenn wir es mit einem Boden zu tun haben, der nennenswert häufig im Jahr mal unter Wasser steht, dann wird man da auch keine Robinie antreffen, damit kommt sie nicht zurecht. Aber mit allem anderen schon. Und das macht das mögliche potenzielle Anbaugebiet sehr, sehr groß. Macht das aber Sinn, sie überall jetzt hinzustellen, wo sie theoretisch könnte? Selbstverständlich nicht. Ne? Denn wir haben ja auch ganz oft einheimische Baumarten, die auf den entsprechenden Böden auch sehr gut können. Und wenn dann absehbar ist, dass sie in Zukunft das auch weiterhin können werden, dann sollte man in jedem Fall auf einheimische Baumarten setzen. Das ist auch aktuell durchaus der Wille der Politik und derjenigen, die da was entscheiden können und entspricht auch dem, was ich sagen würde. Ich denke, da sind wir uns im Regelfall alle ziemlich einig. So, aber spannend ist jetzt halt eben mit ihrer Anspruchslosigkeit an den Boden geht einher, dass sie damit geeignet wäre, die Orte zu übernehmen, sozusagen, wo wir mit den einheimischen Baumarten möglicherweise in Zukunft gar nichts mehr haben werden, was da noch wachsen kann. So, und damit sage ich jetzt mal Stichwort Brandenburg. Und da wir gerade Brandenburg erwähnen, zufällig ist Brandenburg auch das Bundesland mit der höchsten Robinienfläche, wo wirklich schon halbwegs viel von dem Zeug bereits angebaut worden ist. Ha? Seltsamerweise zufällig gerade in Brandenburg, komischerweise genau das Land, wo sie möglicherweise irgendwann die einzige Möglichkeit, die einzige Alternative sein wird, die man da überhaupt noch hinpflanzen kann. Weil wenn Kiefer nicht mehr geht und Schwarzkiefer vielleicht auch nicht geht und Eiche mit massivem Risiko überhaupt nur noch funktionieren würde, dann sind wir eben in der Situation, wo man sagen muss, ja, Robinie würde noch funktionieren und wahrscheinlich sogar ziemlich gut und wahrscheinlich sogar noch ganz gute Zuwachsraten und ein ganz gutes Wachstum zeigen, zumindest in der Jugend. Und dazu gibt es tatsächlich auch entsprechende Untersuchungen und entsprechende Wissenschaft, die sich eben die teilweise auch schon älteren Robinienbestände in Brandenburg angeguckt hat, gerade die etwas älteren. Und da muss man sagen, das Wachstum ist dann stark zurückgegangen. Man hat in diesen alten Beständen festgestellt, das liegt nur noch bei so etwa 5 Vorratfestmeter pro Hektar und ja, das ist ziemlich nicht doll. Im Gegenteil, Eiche hat jetzt im durchschnittlichen Fall noch so mindestens 6, oft auch 8, sowas um den Dreh und dann ist man mit 5 noch unter der langsamsten, mehr oder weniger am langsamsten wachsenden einheimischen Laubbaumart. Nee, das lohnt sich nicht so richtig. Aber nochmal, das sind alte Bestände. Und wenn man sich das Jugendwachstum anguckt, das hat man auch in einer anderen Studie unter anderen Bedingungen gemacht, dann kann ich auch nochmal 2 Zahlen nennen. Zum einen hat man nämlich festgestellt, dass man auf 13 Erntefestmeter pro Hektar und Jahr kommt, unter Wertholzproduktionsbedingungen. Ja, das ist jetzt dahingehend wichtig. Das ist keine Plantage, wo im Grunde nur Hackschnitzel produziert werden sollen, wo es egal ist, ob die Bäume krumm und schief und hässlich und sonst was sind. Also hässlich ist immer relativ. Aber nein, da kriegt man auch noch deutlich mehr als 13 Erntefestmeter pro Hektar und Jahr hin. Aber diese 13, die kommen eben aus einem Bestand, wo man versucht, Robinien-Wertholz zu erzielen, also astfrei, Tip-Top-Qualitäten, schön gerade Stämme mit entsprechenden Pflegemaßnahmen, mit entsprechendem Kostenaufwand und so weiter. Und trotzdem kommt man dann noch bei 150 Z-Bäumen pro Hektar auf 13 Erntefestmeter. Das ist jetzt nicht doll, aber jetzt muss man wissen, die Holzqualität von Robinie ist außerordentlich. Ich habe hier mal ein kleines Robinienästchen geschält. Und das ist ein wirklich, wirklich sehr hartes, sehr zähes Holz mit hervorragenden Elastizitäts- und Biegeeigenschaften. Also ich muss mich wirklich anstrengen, wenn ich den überhaupt biegen möchte. Da knackt nichts. Er hat eine gewisse hat eine gewisse Beweglichkeit, ist wirklich enorm hart, ist besonders druckstabil. Ich habe hier mal eine Spitze dran gemacht. Und dazu muss man kurz die Kamera ein wenig umstellen. Was man nämlich schön machen kann, das hier ist Eiche. Ja, seht ihr gar nicht. So, jetzt, das ist Eiche.
Und ich zoome noch ein bisschen ran, viel mehr kann ich auch nicht. Wenn man hier ein Holzchen mit der Spitze sich gemacht hat, dann kann man anhand dessen, wie sehr die Spitze sich umbiegt, wenn man sie auf was Hartes draufhaut, immer schön so ein bisschen abschätzen, wie hart ist das Holz. Das mache ich eigentlich ganz gerne, wenn ich für mich selber mal feststellen möchte, wie hart sind einzelne Hölzer im Vergleich. Und wenn man hier diesen hier macht, da hat man fast das Gefühl, man würde die Eiche schon anstechen. Und das ist Eiche verflucht nochmal. Ja, die liegt da zwar schon eine Weile, aber die ist echt noch wirklich stabil. Und die Spitze ist jetzt leicht abgeflacht, aber mehr auch nicht. Also ihr müsst man es einfach glauben, das ist ein außerordentlich hartes Holz, diese Rubinie. Ja, selbst so ein kleiner Zweig, den ich mir jetzt eben da entsprechend abgeschnitten habe. Was ich auch noch machen kann, ist einen kleinen Schneidtest anwenden. Bei der Dicke geht das mit diesem Messer normalerweise, wenn das zum Beispiel Hasel ist, problemlos wie Butter durch. Wenn ich das jetzt hier ganz durchschneiden möchte, brauche ich wirklich richtig Kraft und ich kriege es auch nicht in so einem Winkel hier durchgeschnitten, sondern ich muss einfach noch einen viel spitzeren Winkel nehmen, weil anders kriege ich das nicht durch. Das hat wirklich enorm Widerstand. Das ist bleistiftdick und man braucht wirklich richtig Kraft, um das durchzuschneiden. Ich meine, es geht, ja, aber es ist ein definitiv wirklich, wirklich hartes Holz. Und was man auch noch machen kann, ist, das kann man jetzt nur schlecht sehen, aber mit dem Fingernagel versuchen, das Ganze zu ritzen. Das geht auch, aber man kann auch da einfach im Vergleich, sieht man hier kaum einen geritzten Strich, ja, mit weicheren Holzern, da kommt man richtig weit rein mit dem Fingernagel, das sieht man hinterher richtig gut. Das ist also ein ausgesprochen hartes Holz, müsst ihr mir jetzt einfach glauben. So, ich habe leider gerade nichts da für einen vernünftigen Vergleich, da hätte ich mir jetzt noch einen frischen Haselast mitnehmen müssen, damit wir einen frischen Rubinien mit einem frischen Haselast irgendwie vergleichen können. Das ist jetzt ein bisschen dumm gemacht von mir, tut mir leid. So, und ja, also das sind so die reinen Wachstumseigenschaften. Will man das Ding jetzt in der Plantage heißt das so? Ja, so heißt das. Das ist auch so ein Wort, das kriege ich nicht auf die Reihe. Anpflanzen, dann kriegt man in 15 Jahren etwa 80 Tonnen Biomasse pro Hektar. Und zum Vergleich mit einer Fichtenplantage bekommt man in 20 Jahren, also 5 Jahre mehr, nur 25 Tonnen Biomasse pro Hektar. Und Fichte ist eigentlich eben auch heute noch im Grunde schon ein sehr schnell wachsender Baum. Stirbt halt hin und wieder mal. Aber trotzdem immer noch ein sehr, sehr schnell wachsender Baum. Und da kann man dann einfach sehen, in diesen kurzen Zeiträumen, ja, in der Anwuchsphase ist Rubinie einfach super schnell im Wachstum. Später, die Fichte wird die nächsten 20 Jahre auch noch schnell wachsen und die nächsten nochmal 20 Jahre auch noch schnell wachsen und bis zu 80 Jahre wird die Fichte doch durchaus flott wachsen. Die Rubinie wächst die ersten 20 Jahre schnell und danach halt gar nicht mehr so schnell. Das ist halt der wesentliche Unterschied. Und im Endeffekt, wenn man sie über 100 Jahre dastehen lässt, dann hat man mit der Fichte schon am Ende mehr Holz. Aber man kann halt eben die kurze Wachstumsphase der Rubinie nutzen, sie dann umhauen, sie dann nochmal eine kurze Wachstumsphase haben lassen, sie dann wieder umhauen und im Endeffekt bekommt man so in kürzeren Zyklen schneller Holz und schneller mehr Holz. Also rein Biomasse, ja. Wir reden hier jetzt nur von Biomasse und nicht von Holzqualitäten. Also für die Plantagennutzung ist Rubinie übrigens auch weltweit die am dritthäufigsten angewendete Baumart. Nicht nur für uns in Europa ist Rubinie voll der Exportschlager, sondern die wird auch in Asien ganz, ganz viel angebaut. Neben eben Pappel auf Platz 1, Plantagenpflanze Nummer 1 weltweit ist die Pappel. Also irgendeine Pappel, jetzt alle Pappeln mal zusammengenommen und oft sind es irgendwelche Hybridzucht-Spezialpappeln, die so in der freien Wildbahn gar nicht vorkommen. Auf Platz 2 ist Eukalyptus, das kann man sich vielleicht noch am ehesten vorstellen. Ja, und Nummer 3 ist dann auch schon bereits direkt eben die Rubinie und ich glaube dann kommt Teak. Bin mir nicht mehr ganz sicher, aber Platz 3 Rubinie. Das ist schon eine Hausnummer. Ist nicht so doll wie die Pappel. Wenn wir also jetzt in Deutschland sagen würden, wir wollen möglichst viel Holz produzieren im Kurzumtrieb auf einer Plantage und es geht uns wirklich nur um die Biomasse für zum Beispiel
Heizung letztendlich. Dann sind wir mit der Robinie nicht so optimal wie mit der Pappel. Man hat es ein paar Mal versucht, es gibt diverse Versuche. Robinie hat den Vorteil, dass sie eben eine Leguminose ist, dazu kommen wir dann noch. Aber grundsätzlich würde ich schon zur Pappel raten. Ja? Spezielle Pappelklone, muss man noch dazu sagen. Ja, also das so generell zur Wuchsleistung. Vielleicht ein paar Takte und jetzt muss ich mal gucken, was ich noch aufgeschrieben habe. Leguminosen, das ist wichtig jetzt. Das ist eine bestimmte Gruppe im Pflanzenreich, die in der Lage ist, durch Knöllchenbakterien in Wurzelknollen letztendlich Luftstickstoff zu fixieren. Ja, klingt jetzt erstmal nicht besonders spektakulär, ist aber die einzige Pflanzengruppe, die das eben entsprechen kann und hat damit allen anderen Pflanzen gegenüber einen großen Vorteil, nämlich als Pflanze hat man grundsätzlich das Problem, dass man viel Stickstoff braucht. Stickstoff ist aber gleichzeitig ziemlich selten und in der Natur nur in geringen Mengen in pflanzenverfügbarer Form im Boden vorhanden. Ja. Und das limitiert auf vielen Standorten, wo eben wenig Stickstoff vorhanden ist, das Pflanzenwachstum. Und deswegen dominieren auf diesen Standorten, wo ohnehin wenig Stickstoff vorhanden ist, dann Pflanzen, die stickstoffunabhängig wachsen können, weil sie ihren eigenen Stickstoff dabei haben und ihren eigenen Stickstoff produzieren können. Und das sind eben die Leguminosen. So, wie funktioniert das? Die haben an den Wurzeln regelmäßig so Beulen, so Kügelchen, Knöllchen. Und in diesen Knöllchen leben Knöllchenbakterien. Und diese Knöllchenbakterien können mit aus der Luft, logischerweise ist Stickstoff viel in der Luft drin, wissen wir, ne? 70% der Luft ist ja Stickstoff. Und diesen Luftstickstoff, den können die halt aus der Luft rausfiltern und bei sich einbauen und verarbeiten und bringen ihn dann in eine Form, wie er für Pflanzen aufnehmbar ist. Eine Pflanze kann nicht einfach N2 aufnehmen, das funktioniert nicht. Die braucht NO2 zum Beispiel, das muss dann auch noch mal ein bisschen umgebaut werden, aber egal, ich muss ganz ehrlich sagen, die chemischen Formeln, die muss ich auch jedes Mal wieder nachgucken. Dafür bin ich dann doch zu wenig wieder Chemiker. Ich verstehe es, wenn ich es mir angucke, aber auswendig kriege ich es gerade nicht hin. Egal, Nitrat, Nitrit zum Beispiel, solche Sachen, das wäre ganz gut, das ist beides pflanzenverfügbar. Gut. Die bauen das also zu was Pflanzenverfüglichem um und jetzt geht der Baum hin und frisst quasi die Knöllchenbakterien, die vorher eben wunderbar schön geschützt im Baum leben konnten. Jetzt frisst er sie fast alle auf, aber eben nur fast. Und die noch da sind, die können sich jetzt wieder vermehren, wieder neuen Luftstickstoff entsprechend aufnehmen und dann werden sie wieder fast alle aufgefressen und das geht dann immer so weiter und damit hat der Baum bis in alle Ewigkeit eine nie versiegende Quelle, um sich mit Stickstoffverbindungen zu versorgen. Hurra! So, und jetzt ist es ja ein Laubbaum und als Laubbaum hat man die wunderbare Eigenschaft, also das wechselgrüne Laubbaum speziell, dass man hin und wieder mal Blätter verliert, genau genommen einmal im Jahr und zwar vorzugsweise im Herbst. Und wenn diese Blätter dann runtergeschmissen werden, dann ist da noch jede Menge Stickstoff drin, weil der Baum hat es nicht nötig, den Stickstoff wieder rauszuziehen und zu recyceln, denn er hat ja unendlich Stickstoff. Also zumindest so viel, wie er braucht, ist immer da. Und deswegen düngt der Baum dann quasi durch sein Laub, was dann auf den Boden fällt, auf den Boden umgesetzt wird, im Boden umgesetzt wird und der ganze Stickstoff in den Boden eingearbeitet wird, düngt der Baum quasi seinen eigenen Wuchsort mit Stickstoff. Das wiederum führt jetzt dazu, dass alle möglichen anderen Pflanzen unter einer Robinie auch mit Stickstoff gedüngt werden und die freuen sich dann. Das Blöde ist jetzt bloß, dass es sich dabei um Pflanzen handeln kann, die es eben gewöhnt sind, mit sehr wenig Stickstoff auszukommen und dadurch einen Vorteil gegenüber den anderen Pflanzen, für die das zu wenig Stickstoff wäre, entwickelt haben. So, und jetzt gibt man denen plötzlich ganz viel Stickstoff. Da freuen sie sich vielleicht ein paar Wochen, aber dann kommt irgendwer anders daher und denkt sich, boah, hier stehen ja nur so kleine Kackpflanzen rum, da bin ich ja viel stärker als die und Stickstoff gibt es hier auch, ja dann übernehme ich mal das Feld. Und eine berühmte Pflanze, die man da kennt, die dann sehr schnell das Feld und zwar wirklich in großen Feldern übernehmen kann, ist die Brennnessel.
Und deswegen findet man unter Robinie eigentlich fast immer in dem Wald, den ich euch eingangs gezeigt habe, war das auch überall der Fall. Ich bin da nicht groß drauf eingegangen, aber das könnte man glauben, dass die überall rumgestanden sind, jede Menge Brennnessel. Weil die ist ein Stickstoffzeiger, benötigt sehr viel Stickstoff und wächst in demzufolge auch nur da, wo viel Stickstoff vorhanden ist. Und wenn du erstmal ein Riesenfeld Brennnessel hast, dann steht da auch nicht mehr viel anderes dazwischen. Und dadurch bekommt man früher oder später, wenn die Robinie lange genug da ist, einen Robinien-Brennnessel-Wald und noch ein paar andere Arten, die eben auf viel Stickstoff spezialisiert sind. So, und da haben wir jetzt einerseits das große Problem mit dem Robinienanbau und andererseits mit der Tatsache der Stickstoffdüngung und der Unabhängigkeit von den Nährstoffen, die im Boden schon vorhanden sind. Also eine gewisse Unabhängigkeit, nicht ganz. Ja, die kann Stickstoff selber machen. Alles andere kann sie nicht selber machen. Also von anderen Zeug muss schon noch was da sein. Das ist auch wiederum ein großer Vorteil. So, kommen wir erstmal zum Vorteil. Der Vorteil liegt darin, dass wenn wir einen Standort haben, der quasi überhaupt keinen Stickstoff enthält und wo Pflanzenwachstum nahezu gar nicht möglich ist, wo vielleicht sich so ein paar ganz dürre, gräserartige Sachen halten können, aber nichts Produktives, wo wir also keine Biomasse erzeugen können, keine Photosyntheseleistung erbringen können und damit können wir da natürlich auch kein CO2 speichern oder in irgendeiner Form nützliche Biomasse produzieren. So. Die Robinie hingegen, die kann man da jetzt schon hinstellen. Und sofern da jetzt noch ein Hauch von Phosphat im Boden ist und ein Hauch von Calcium und Magnesium, davon braucht sie jeweils nicht sonderlich viel, dann kann die da auch wunderbar wachsen. Und zwar viel besser als alles andere. Und bis die so einen super mageren Standort jetzt mit so viel Stickstoff vollgekippt hat, dass da dann irgendwann die Brennnesseln hinterherkommen, das dauert. Bevor das soweit ist, dass die Brennnesseln hinterherkommen, hat sie aus einem quasi überhaupt nicht für Pflanzenwachstum geeigneten Standort einen inzwischen schon halbwegs gut für Pflanzenwachstum geeigneten Standort gemacht. Und jetzt kommen dann andere Sachen hinterher, aber jetzt können die da auch wachsen. Die Robinie ist zwar schon da, aber die wirft kaum Schatten und ist nicht sehr konkurrenzkräftig. Und theoretisch wäre es jetzt vorstellbar, dass eben andere Baumarten, von mir aus eine Linde, ein Ahorn oder irgendwie sowas, der Robinie folgen, irgendwann zusammenwachsen. Die Robinie ist nur noch in der Mitte, die Robinie kriegt immer mehr Schatten ab von der Seite, die Robinie stirbt irgendwann, weil sie zu sehr beschattet wird. Der Standort ist trotzdem noch Stickstoff angereichert und schwuppdiwupp haben wir jetzt plötzlich wieder einen Wald. Jetzt sogar wieder einen halbwegs natürlichen Wald mit einheimischen Baumarten, nachdem die Robinie kurzzeitig mal da war und uns den Standort eben entsprechend verbessert hat. So, das wäre der positive Fall. Nächster positiver Fall ist, wir setzen unsere Robinie nicht auf einen unglaublich armen Boden, sondern wir setzen unsere Robinie auf einen giftigen Boden, der für die allermeisten Pflanzen hochtoxisch ist, weil da alle möglichen Schwermetalle drin sind. Haben wir sowas in Deutschland? Ja, haben wir. Braunkohletagebau hat solche Halden, wunderbar viele, in die Landschaft gesetzt und auch weiterer Bergbau, Kupfer, Eisen, egal, sucht euch was aus. Wann immer da irgendeine Abraumhalde irgendwo da ist, dann ist der Boden dort hochgradig kontaminiert, einfach mit einem Überangebot von irgendwas. Wenn es eine Eisenmine war, haben wir da zu viel Eisen im Boden. Wenn es eine Kupfermine war, haben wir da zu viel Kupfer im Boden. Und. So ein Zeug vor allen Dingen. Und das führt immer ein Überangebot von Stoff A. Macht es Pflanzen ziemlich schwer, die anderen Stoffe überhaupt noch aufzunehmen, weil man kann sich das ungefähr so vorstellen, sobald die das Tor aufmachen, mit dem jetzt Nährstoffe reinkommen sollen in die Wurzel, drückt da alles Mögliche rein und wenn dann halt zu 99% nur Eisen da ist, dann kriegst du zu 99% auch nur Eisen rein. Ja? Das ist jetzt ganz stark vereinfacht und auch nicht ganz korrekt, aber ungefähr so kann man sich dann doch vorstellen. Und wenn ich nicht den ganzen Tag jetzt über Nährstoffaufnahme referieren möchte, dann müssen wir es dabei belassen. So, und für die Robinie ist das nicht so sehr ein Problem, denn durch dieses Überangebot von zum Beispiel Eisen, das kriegt die auch ab, ja? Mangelt es allen anderen Pflanzen jetzt wieder wo dran? Genau, Stickstoff. Und wovon braucht man relativ viel? Stickstoff. Und wem ist das egal? Der Robinie. So. Und deswegen kann die jetzt auf solchen Halden ganz gut wachsen. So, und jetzt nehmen wir mal an, wir hätten da nicht nur ein Überangebot an Eisen, sondern mit dem ganzen Bergbau, der da betrieben wurde, oder meinetwegen Braunkohletagebau, sind auch ein Haufen Schwermetalle angereichert worden, die für viele Pflanzen toxisch sind. Zum Beispiel Blei. Ja? Jede Pflanze verträgt ein gewisses Maß an Blei, aber irgendwann ist auch zu viel. So, und wenn man aber jetzt
recht unabhängig ist in der Nährstoffversorgung und gar nicht so viel Zeug aus dem Boden aufnehmen muss, dann kann man deutlich länger in einem durch Blei verseuchten Boden überleben, wenn man eine Leguminose ist, als das eben die meisten anderen Pflanzen entsprechen können. So, und das heißt, unsere Robinie steht da jetzt, wächst da, breitet sich sogar noch natürlich aus, weil sie ja sehr früh schon fruktifiziert und sehr früh sogar schon Nachkommen bekommt, stirbt irgendwann schon an Bleivergiftung, aber vorher kommen wir und schneiden sie ab. So, was machen wir jetzt damit? Na, wir tüten sie ein, fahren sie irgendwo hin, wo wir einen geschlossenen Verbrennungskreislauf haben, verbrennen sie und packen die Asche in ein Fass und schreiben Sondermüll drauf oder irgendwie sowas oder Giftmüll oder sonst was, weil da halt eben die ganzen Giftstoffe, die in diesem Boden eingelagert waren, jetzt in der Robinie eingelagert gewesen sind, Robinie, und sind so erstmal nicht mehr im Boden, sondern eben raus. Und damit wird der Boden dann nach und nach immer fruchtbarer und zusätzlich wird er ja noch mit Stickstoff gedüngt, weil die Robinie ja wieder ihre Stickstoffdüngungsfunktion mit dem Abwerfen von Laub und sonstigen Pflanzenteilen auch wieder erfüllt. Ja? Also wir können einen komplett degradierten, von uns vernichteten Standort wieder zu einem zumindest halbwegs für spezielle Pflanzen wachsbaren Ort machen. Da ist also Robinie durchaus auch eine richtig, richtig, richtig gute Sache und gleichzeitig könnte man die Energie beim Verbrennen von der Robinie, auch wenn der bei Sondermüll rauskommt, trotzdem ja noch irgendwie thermisch nutzen. Dass man also nicht nur einfach das Ding verbrennt, damit es weg ist, sondern gleichzeitig damit meinetwegen die umliegenden Gebäude heizt. Ja? Sowas in diese Richtung. Oder sogar ein kleines Kraftwerk entsprechend antreibt. Gut, also das war jetzt alles positive Sachen der Tatsache, dass die Robinie eine Leguminose ist. Und der Elefant im Raum ist halt eben das mit dem Brennnesselgedönse, ne? Dass wir halt aus jedem beliebigen nährstoffarmen Standort eine Robinien-Brennnessel-Landschaft machen können. Und was ist dann alles weg? Ja, alles, was vorher da war. Denn je ärmer der Standort, je magerer der Rasen, je magerer die Klippenlandschaft vielleicht. Und es darf auch ruhig trocken sein, damit kommt die Robinie ja auch wunderbar zurecht. Trockenheit macht der gar nichts. Die kann da überall wachsen. Und sobald die das tut, ist die stärker als dieses ganz mickrige kleine Grünzeug, was super selten und oft auch super schön ist, was da sonst so vorkommt. Und damit dominiert sie alles. Und alles andere, was vorher da war, wird dann auf diesem Standort garantiert, das kann ich Brief und Siegel drauf geben, aussterben schlicht und ergreifend. Das ist dann weg. Ja? Und vor allen Dingen ist das fast schon eine Form von Terraforming, wenn man so möchte. Es ist nicht nur so, dass kurzzeitig mal während die Robinie dasteht, sie viel zu viel Schatten auf den Boden wirft und deswegen die ganzen Lichtarten kurzfristig nicht da sind und im Überdauerungsstadium darauf warten, dass die Robinie wieder weg ist und dann kommen die zurück. Das wäre ja noch nicht mal so dramatisch. Nein, es ist so, dass sie komplett die Lebensgrundlage für diese kleinen magerkeitsangepassten Arten vernichtet, indem sie eben den Standort nicht mehr mager sein lässt, sondern jetzt gut Stickstoff gesättigt. Ja? Und gerade da solche Orte, wo ganz wenig Stickstoff im Boden ist und alles total mager ist, selten sind und unterschiedlichst ganz, ganz unterschiedlich strukturiert sind, kommen da auch ganz unterschiedliche kleine Grüppchen von Pflanzen, die jeweils in ihrer eigenen Lebensgemeinschaft und Tieren natürlich, Lebensgemeinschaft zusammenwohnen vor. Und damit haben wir gerade auf solchen Magerstandorten eine viel höhere Biodiversität als in jedem normalen Wald. Und genau das ist bedroht, wenn man die Robinie da wachsen lässt. Und wenn sie da hinkommt, dann wird sie da wachsen. Und das ist so der Kasus Knackus und der springende Punkt, dass die Robinie wirklich eine hochgradig invasive Baumart sein kann. Kann. Aha. Wenn man nicht ganz genau darauf Acht gibt und darauf aufpasst, wie, wo und wann die sich wohin verbreitet. Gut und ein Anzeichen dafür, dass Robinie managebar wäre und im Bereich des Möglichen es eben liegt, mit dem Ding zu arbeiten, ist da, das Hauptargument dafür ist eben die geringe Reichweite des Samenfluges. Wenn wir 200 Meter Abstand zu irgendwelchen Naturschutzgebieten und irgendwelchen Orten, wo man eine Robinie jetzt sogar überhaupt nicht gebrauchen kann, einhalten, dann wird die da vermutlich natürlich auch niemals hinkommen, ja, solange dieser Abstand gewahrt bleibt.
Aber es ist ein Risiko. Und das ist der große Knackpunkt, um den sich eben gestritten wird, ob es dieses Risiko wert ist oder dieses Risiko nicht wert ist. Und ihr werdet auf der Naturschutzseite Leute finden, die erbitterte Gegner der Robinie sind. Ihr werdet auf der, also Naturschutz, Artenschutz, Schrägstrich. Ihr werdet auf der Forst- und Naturschutz im Sinne von nachhaltiges Ressourcen bereitstellen, um andere wertvolle, nicht nachhaltig nutzbare Ressourcen zu schonen. Das ist auch eine Form von Naturschutz, da lege ich größten Wert drauf. Aus diesem Sektor werdet ihr hören, dass die Robinie zusätzliches Potenzial darstellt auf sonst unbewirtschaftbaren Standorten, die aber trotzdem nichts besonders Wertvolles enthalten, wie eben irgendwelche armen Sande in Brandenburg, zusätzlich Biomasse zu produzieren, die dringend gebraucht wird, allein als Energieträger oder sei es zur Stickstoff auch, aber auch zur Kohlenstoffspeicherung und so weiter und so fort. Und damit hat sie schon ein enormes Potenzial als Zukunftsbaum hat. Und was ich auch nochmal irgendwann mal zwischendrin erwähnt hatte, hoffe ich, wenn alles andere ausfällt, wenn keine Baumart in beispielsweise Brandenburg mehr geeignet ist, um auf diesen sehr trockenen Sandböden noch wachsen zu können, dann ist die Robinie das Letzte, was das noch kann. Wichtig, ja? Also das muss uns klar sein. Deswegen halte ich nichts von einer generellen Verteufelung der Robinie, wie der Schweiz. Wobei die Schweiz auch keine armen Sandböden in diesem Maße hat wie Deutschland. Das muss man jetzt auch nochmal differenziert betrachten. Das ist schon nochmal eine andere, in großen Teilen eine ganz andere Klimazone sogar, weil die Schweiz besteht halt zu gefühlten 3/4 aus Alpen. Ne? Und vielleicht sogar noch mehr, ich weiß es gar nicht genau, müsste ich mich mal schlau machen. Aber das kann man halt einfach nicht so sehr vergleichen. In Deutschland hätten wir schon Potenzial, wo die Robinie sehr nützlich sein könnte. Wir hätten aber auch jede Menge Potenzial, wo die Robinie großen Schaden anrichten würde. Es ist eine Abwägung von Kosten-Nutzen, so ein bisschen. So. Warum ist es jetzt wirtschaftlich so interessant, Robinie anzupflanzen? Abgesehen davon, dass die Biomasse produziert und so weiter und so fort. Naja, was wir noch gar nicht so sehr angesprochen haben, außer mein kleiner Exkurs zu diesem Zweig, ist es, dass das Holz extremst wertvoll ist, weil es extremst tolle technische Eigenschaften hat und in ganz herausstechender Eigenschaft von Robinienholz als einziges bei uns anpflanzbares Holz erreicht Robinie die Dauerhaftigkeitsklasse 1. 1 bis 2, aber manchmal ist auch 1 dabei. Es gibt 5 Dauerhaftigkeitsklassen. Ja, ich sehe inzwischen komisch aus mit den Lichtflecken, aber das ist jetzt halt auch wieder so. Es sind heute viele, viele Hindernisse im Weg hier bei diesem Video. Und das Einzige, was wir in Deutschland an heimischen Hölzern haben, was Dauerhaftigkeitsklasse 2, nicht 1, 2 haben kann und auch nicht muss, ist die Eiche. Und die braucht dafür ewig und muss wirklich lange wachsen, um dann so ein dauerhaftes Holz zu sein. Da hinten liegt sie ja. Ne? Ich habe da drauf rumgestochert. Eiche ist schon was sehr, sehr Hartes, sehr schwer abzubauen. Auch bakteriell schwer abzubauen, durch Pilze schwer abzubauen. Wer sich einen Gartenzaun aus Eiche bauen möchte, und das hat man im Mittelalter sehr viel gemacht, Weideumrandungen und so ein Zeug hat man immer mit Eiche gemacht, mit Niederwaldeiche, weil die hat am längsten gehalten, musste man nicht ständig den Zaun erneuern, dann hilft das schon eine Weile, wenn man das mit Eiche macht. Ja? Man kann natürlich auch jedes beliebige andere Holz nehmen und es entsprechend lackieren und so ein Kram, aber davon gehen wir jetzt mal nicht aus. Wir wollen Naturholz, wir wollen mit Naturholz arbeiten. Und Eiche ist gut, Robinie ist das Einzige, was noch besser ist und wächst viel, 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 viel schneller. Und selbst eben für Anwendungen, wo es gar nicht darum geht, dass das jetzt ein Gartenzaun werden soll, was einfach ist, sondern wir wollen schöne Gartenmöbel oder wir wollen Kinderspielplatzgerät, was ja auch im Boden verankert wird, in den Boden getrieben und sonst wie. Und normalerweise das Problem, wenn man dafür zum Beispiel Fichte nimmt, dann ist das ruckzuck wieder weg. Dann darfst du da alle, einfach auch damit die Stabilität gewährt bleibt und keine Sorge besteht, dass das Klettergerüst unter den Kindern zusammenbricht und solche Sachen, muss man das dann alle paar Jährchen erneuern, wenn man das mit Fichte machen würde, was man im Regelfall nicht mit Fichte tut, aber theoretisch. Ne? Mit Robinie hebt das gefühlt so lang, nochmal deutlich länger als mit allem anderen und das komplett unbehandelt. Man muss da keine großen Chemikalien aufs Holz schmieren, was auch völlig ganz interessant ist für den Kinderspielplatz möglicherweise. Oder auch für Gartenmöbel oder Terrassen oder sonstiges Zeug, was man in irgendeiner Form im Outdoor-Bereich an Holzkrempel verwenden möchte. Fundamente für Blockhäuser, wer sich mal ein Blockhaus bauen möchte. Gartenzäune habe ich schon erwähnt.
all so ein Kram. Und das ist ja nur die Dauerhaftigkeit. Robinienholz ist zu allem Überfluss auch noch technisch eben hervorragend und eignet sich wunderbar für Möbel, für Boote, ja, ganz beliebt als Bootrumpf, für Möbel hatte ich schon gesagt, theoretisch auch als Konstruktionsholz einzusetzen. Dafür sind die Dimensionen oft nicht ganz so super. Da müsste man also erstmal das Sortiment schaffen, dass man auch dickere Stämme an Robinie zur Verfügung stellt. Dann könnte man das auch wunderbar als Vollholz-Konstruktionsholz verwenden. Da spricht überhaupt nichts dagegen. Alle technischen Eigenschaften von Robinienholz ganz, ganz hervorragend. Manches sogar eben noch besser als Eiche. Und nochmal, Eiche ist großartig, aber wächst scheiße langsam. Die hat, wenn man dann auf große, gute Qualitäten angewiesen sein möchte, wenn es gut läuft, 6 Festmeter pro Hektar und Jahr Zuwachs. Robinie hat 13. Aha. Vielleicht hat Eiche auch mal 8, aber dann haben wir immer noch mit Robinie 5 mehr. Und das ist ja auch noch nicht das Ende der Fahnenstange, was den Robinienanbau angeht. Dazu gibt es jetzt ein paar Versuchsanbauten. Es könnte durchaus sein, dass man das noch auf 15, 16 oder sowas steigern könnte. Insbesondere, wenn man Robinien jetzt nicht nur auf Scheißstandorten anbaut, sondern möglicherweise auch mal auf den so halbwegs brauchbaren. Gute wäre Verschwendung, das wäre wirklich Verschwendung. Aber halbwegs brauchbare könnte man mal versuchen. Ja, und da ist also ein enormes Potenzial. Robinie ist ein Tip-Top-Universalholz. Ein Holz für quasi alles. Ob man damit auch Papier machen kann, sicherlich ist nicht so wahnsinnig gut, aber gehen würde es wahrscheinlich auch. Ja, ein ganz, ganz tolles Zeug. Und damit ist eben das mögliche Zukunftspotenzial bei großem Risiko, dass das Ding uns sämtliche Naturschutzgebiete versaut, ja, und Standorte unumkehrbar in was völlig anderes umwandelt, was natürlich an diesem Punkt niemals vorkommen würde. Die Erle kann das übrigens auch, den Boden so Stickstoff tränken und damit sich der Standort verändert. Aber die Erde wächst nur da, wo es ganz viel Wasser hat, also nur in den Auen. Und in den Auen ist das schon seit Jahrhunderttausenden mehr oder weniger so, dass sich da jede Menge Nährstoffe anlagern, weil der Fluss treibt ja Nährstoffe von überall entsprechend seinem Ufer entlang, und wenn er dann mal Hochwasser hat, dann verteilt er die Nährstoffe auch ein bisschen im Land. Das ist also ganz normal. Da fällt das nicht auf, dass die Erde da zusätzlich noch ein bisschen Stickstoff dazu schmeißt. Es ändert nichts großartig an der Zusammensetzung. Das ist ein etabliertes heimisches Ökosystem. Die Robinie ist halt überhaupt nicht heimisch und auch schon gar nicht etabliert. Und ja, also damit bleibt es ein enormes Risiko. Sie hat vielleicht das größte Potenzial von allen Baumarten, die wir bisher so besprochen haben, mit Ausnahme der Douglasie. Da würde ich sagen, die beiden nehmen sich nicht viel. Aber davon abgesehen hat sie halt auch mit Abstand das höchste Anbaurisiko der bisher besprochenen Baumarten. Mit Abstand das höchste, viel mehr als alles andere. Und dazu kommt jetzt noch erschwerend, das muss ich auch noch erzählen. Ich weiß, das ist ein langes Video, aber das ist auch wirklich eine interessante Pflanze. Und ich habe da ewig lange rumgedruckst und wollte das schon lange machen und habe es immer nie gemacht. Und ihr habt mich 27 Millionen Mal gefragt. Und deswegen gibt das jetzt auch ein langes Video. Punkt. So, denn wenn man Robinie mal da hat, wie wird man die jetzt wieder los? Angenommen, die kommt jetzt irgendwo hin, wo sie nicht hin soll. Kann man die jetzt einfach umsägen und gut ist? Ja, man kann sie schon umsägen und dann sieht es auch erstmal so aus, als wäre es gut. Aber wenn man dann im nächsten Jahr wiederkommt, dann treibt die wieder aus. Die hat ein Stockausschlagvermögen jenseits von Gut und Böse und wird zu 99% wieder austreiben. Na ja, gut, vielleicht nicht zu 99%, aber zu 90% bestimmt. Und das Dumme ist der Wiederaustrieb. Das sind dann nochmal zäheres, nochmal härteres Holz. Ja, das ist irgendwie ein Widerspruch an sich. Aber da das neue Holz auf sämtliche Ressourcen der bereits vorhandenen Wurzel zurückgreifen kann, wird es meistens dichter und stabiler gepackt. Auch als kleine Anpassung der Pflanze. Oh, ich war offensichtlich nicht stabil genug. Ich bin ja irgendwie abgebrochen. Die nimmt nicht wahr, dass sie umgesägt wurde und es im Grunde ihr nicht hilft. Wenn sie jetzt ein bisschen stabiler ist, dann wird sie trotzdem wieder möglicherweise umgesägt vom Fichtenmoped. Sie kann jetzt nicht feststellen, dass ein Fichtenmoped ihr nicht gut tut. Aber sie stellt fest, ich bin irgendwie umgeknickt. Umgefallen, mir fehlt mein Stamm. Ja? Und dementsprechend mache ich nochmal einen, aber diesmal härter, fester und so weiter. Das ist also so diese Anpassungsreaktion. Und das führt dazu, dass man sie dann
zumindest auf natürlichem Wege, lebt sie dann gegebenenfalls auch länger. Dann hat sie einen resistenteren Stamm. Dann wird sie weniger leicht von möglichen Schadorganismen, die früher oder später auch aufkreuzen werden. Es ist nur eine Frage der Zeit, die es aber derzeit gerade auch noch nicht mal gibt, für die Rubinie jedenfalls nicht im großen Umfang. Ist sie dann wieder ein bisschen besser angepasst, ja? Und sie treibt wieder aus und wir müssen sie wieder absägen. So, jetzt kommen wir im nächsten Jahr wieder. Und dann ist sie schon wieder ausgetrieben und hat schon wieder in kurzer Zeit schon wieder ordentliche kleine Stämmchen hingestellt. Und wir müssen sie wieder absägen. Und das kostet und ist ein Aufwand. Und es geht ja nicht nur um eine Rubinie, sondern gleich um einige, ne? Das muss man erstmal betreiben wollen, diesen Aufwand. Und da kann man sich fragen, gibt es da nicht was Besseres, als die 5 Jahre in Folge abzusägen, bis sie dann irgendwann mal wirklich das Zeitliche segnet. Das tut sie irgendwann. Ja, das Ding ist jetzt nicht unsterblich. Aber 5 Jahre kann einem passieren, dass man sie jährlich 5 Jahre in Folge eben entsprechend absägen darf. Ja, es gibt was Besseres. Und das Lustige ist, selbst die Schweiz, die ansonsten ja bei sowas eher zurückhaltend ist, habe ich den Eindruck, aber in der Schweiz gibt es tatsächlich die, wenn nichts anderes hilft, Empfehlung, Glyphosat drauf zu kippen. Zwar nur einzelpflanzenweise, also du darfst jetzt nicht mit dem Flieger über den Wald fliegen und alles voll Glyphosat pusten, wie es der Ami macht, sondern du musst mit dem Glyphosat-Kännchen zum einzelnen Pflänzchen und darfst da dann ein bisschen Glyphosat drauf träufeln. Hilft das? Ja, das hilft. Ist das so doll für die restliche Umwelt? Naja, das ist eben die große Frage in der ganzen Glyphosat-Diskussion. Will man vielleicht unbedingt auf Glyphosat zurückgreifen? Sicherlich nicht. Wäre schön, darauf verzichten zu können? Sicherlich ja. Aber liebe Schweizer, tatsächlich gibt es da im Kanton Zürich wohlgemerkt die Empfehlung, man hat mal richtig Angst vor der Rubinie. Das sollte einem zu denken geben, dass die da so Angst vor der Rubinie haben, dass Glyphosat als mögliche Bekämpfungsmethode echt eine Rolle spielt. Muss zwar vorher noch genehmigt werden und so weiter und so fort, aber es spielt eine Rolle. Ist bei uns in Deutschland derzeit unvorstellbar, dass man auf die Idee kommen könnte, gegen Rubinie mit Glyphosat vorzugehen. Derzeit. Ja? Weiß nicht, was die Zukunft da so bringen könnte. Die Biomethode, mit der man sie ein bisschen leichter los wird als mit ständigem Abschneiden und ohne Glyphosat, ist Ringeln. Ringeln hatte ich auch schon mal irgendwo erwähnt. Das heißt, man geht hin und macht, ich demonstriere das mal an diesem Ast, schält den einmal kreisrund quasi. Ne? Im Grunde. Ja, so ganz grob so, ne? Ihr seht, der ist jetzt kreisrund entrindet. Und nehmen wir jetzt mal an, das wäre nicht ein Ast, ein Zweig, sondern ein Baum. Und hätte jetzt oben seine photosynthetisch aktive Biomasse. Ja, die produziert Zucker, Zucker fließt runter, möchte in die Wurzel, geht aber nicht, weil hier geht nichts durch, weil hier ist keine Rinde mehr da. Ist damit auch nichts, wo irgendwelcher Stofftransport stattfinden könnte, insbesondere der von oben nach unten kann nicht mehr stattfinden. Von Wasser nach oben, das geht schon noch, aber die Wurzel geht irgendwann ein, weil sie keinen Zucker mehr von oben bekommt. Normalerweise ist die Wurzel dafür da, Nährstoffe und Wasser nach oben zu schicken und dafür kriegt sie Zucker von oben zurück und kann dann wieder weitere Nährstoffe und Wasser nach oben schicken und verhungert nicht, weil sie regelmäßig Zucker bekommt. So, und jetzt schickt die Wurzel immer schön weiter Wasser hoch, die Blätter produzieren immer schön weiter, alles was oberhalb von dieser Stelle ist, ist auch Zucker versorgt, das klappt alles, aber die Wurzel stirbt nach und nach. Und damit, anders als mit einfach absägen, weil dann ist nämlich genau die Wurzel noch das, was noch lebt und kann wieder neu austreiben lassen und hat auf sämtliche Reserven Zugriff, die eben in der Wurzel eingelagert sind. Anders als eben mit dem Abschneiden, killen wir mit dieser Methode die Wurzel. Das dauert, das kann 3, 4, 5, 6, 7 Jahre dauern, wenn es ganz dumm läuft. Man kann nämlich sagen, ich ringel den, lasse den noch ein Jahr stehen und danach fällichen. Aber wenn man das nur ein Jahr lang stehen lässt und ihn danach fällt, dann hat die Wurzel immer noch Reserven und ist noch gar nicht tot. Und dann treibt das Ding schon wieder aus und dann geht der ganze Quatsch von vorne los. Also Rubinie, wirklich schwer tot zu kriegen. Wirklich, wirklich schwer tot zu kriegen. Und ringeln. Und 3 Jahre stehen lassen und dann kann man sie auch wirklich fällen. Und dann ist die Chance, dass die Wurzel dann auch tot ist, relativ. Oder zumindest so tot, dass sie nicht nochmal austreiben kann, relativ hoch. Aber Ringeln macht keinen Spaß. Also das kann man 3-mal machen, da hat man noch Spaß dran. Beim 4. Mal wird es dann blöd und beim 5. Mal hat man wirklich keinen Bock mehr. Ja, das ist eine scheiß Arbeit.
Und das lässt man sich dann entsprechend gut bezahlen, wenn man es machen muss. Und dementsprechend kostet das Geld und kostet Zeit und kostet Nerven und will man auch nicht unbedingt machen. Und daher ist die einfachste Lösung, verhindern, dass Robinie irgendwo hochkommt, wo man sie nicht haben möchte. Trotzdem, wie viel Panik dürfen wir wegen der Robinie haben? Wie viel Angst müssen wir, wie viel Sorgen müssen wir uns machen, dass die uns eben seltene Biotope befällt? Kriegt man die da nie wieder weg? Doch, schon. Ja. Außerdem, wo kann die Robinie nicht keimen? Ja, da, wo es schattig ist. Und wenn wir jetzt beispielsweise eine Kalkkarstklippe mit vielen Orchideen, wo theoretisch auch eine Robinie wachsen könnte und es auch tun würde, wenn sie da irgendwie hinkommt. Wenn wir die von der Robinie beschützen wollen und diese Kalkkarstklippe liegt umgeben von Buchenwald, besteht dann irgendeine Chance, dass Robiniensamen bis dahin kommen? Nö. Kann die Robinie dazwischen irgendwo hochwachsen, neue Samen produzieren und die kommen dann dahin? Nö, weil da ist Buchenwald. Und unter Buche hat Robinie keine Chance. Auch selbst wenn beides nebeneinander steht, wird die Buche, die wächst zwar nicht unbedingt schneller als eine Robinie, aber auch nicht so langsam, dass sie sie nicht früher oder später ausdunkelt. Und dann hat die Robinie wieder keine Chance. Und dann hilft ihr auch ihre olle Knöllchenbakterienwurzel nicht weiter. Das ist einfach zu viel Konkurrenz. Die Buche macht alles nieder, was nicht Buche ist. Oder Eibe. Oder Tanne. Bis zum gewissen Grad auch Tanne. Ja? Aber Robinie macht sie schon nieder. Und ja, also meiner Meinung nach ist ein generelles Robinie können wir nirgendwo brauchen, weil die ist viel zu invasiv, halte ich für ein bisschen zu voreilig. Ein großflächiger Robinienanbau halte ich für zu riskant. Irgendwas dazwischen halte ich zumindest aus experimentellen Gründen, das ist wie immer so eine richtig schön diplomatische Wissenschaftlerantwort, ja. Versuchsanbauten ja und dann schauen wir mal und dann reviewen wir nochmal und dann stellen wir weitere Forschung an und dann werden wir ja sehen, was wir tun, ne? Das ist also nicht mutig und das ist auch gut so. Das ist nämlich schön rational und überlegt und das wäre vielleicht die Zukunft, die ich mir hinsichtlich der Robinie vorstellen könnte. Also, das Ding hat Potenzial. So, und dann habe ich noch zwei, ich glaube, ich habe mir noch zwei wesentliche Informationen, die ich ansonsten vergesse, aufgeschrieben. Die kommen jetzt so random zwischendurch. Drei sind sogar. Erstens, das Ding hat essbare Blätter. Essbare Blütenblätter, wohlgemerkt, also die Blüten sind essbar, die kann man frittieren, die kann man glasieren, da kann man sonst was mit anstellen, ist das Survival Food nicht wirklich, das hat vielleicht eine Kalorie, wenn ein Tropfen Nektar drin ist, mehr aber auch nicht, also eine Kilokalorie, wohlgemerkt. Aber theoretisch sind die Blüten essbar, nur für die Leute, die das interessiert. Zweitens, das Ding ist giftig, alle Pflanzenteile außer die Blüten sind giftig, nicht so richtig krass tödlich, aber man hat schon Ula 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 Ula, wie der Vorkoster der Kleopatra bei Asterix bei Kleopatra, wenn man auf die Idee kommt, zu viel Robinie essen zu wollen, insbesondere bei den Samen, wenn man da genug von futtert, dann könnte es tatsächlich einem ziemlich Ula Ula ergehen, um nicht zu sagen Ula Ula Ula. Und dann wäre noch die Bienenweide zu erwähnen. Super schöne Blüten. Das Ding ist insektenbestäubt. Ja, ne? Also Bienchen und sonstige nützliche Insekten freuen sich, wenn man denen ein paar Robinien in die Landschaft stellt. Gibt es dazu noch Alternativen? Ja, aber ist die Robinie sicherlich eine der produktiveren? Ja. Also das spielt schon auch nochmal eine Rolle und für den einen oder anderen ist das wichtig und für das Gesamtökosystem ja durchaus auch entsprechend ein Thema. So, und dann bin ich am Ende angekommen. Ich bin jetzt hier doch erheblich länger gesessen als geplant, aber dafür haben wir jetzt endlich mal die Robinie abgefrühstückt. Ich bedanke mich und hoffe, ihr seid jetzt informiert. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Und jetzt bitte 3 Wochen lang schreit keiner nach Baumvideo, ja? 3 Wochen Schonfrist. Tschüss. Und ich gehe mir jetzt meinen Wespenstich pflegen. Aua.